So, meine Damen und Herren, nochmal ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer zur heutigen Online-Konferenz mit dem Thema Vermögen schenken, einer kleinen Darstellung grundlegender Hintergründe und auch ein paar Praxistipps beziehungsweise vor allem rechtliche Hinweise zur Umsetzung einer solchen Schenkung. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, heute in meiner Funktion als Referentin gemeinsam mit dem Herrn Felix Lüth, Rechtsanwalt und entsprechender Experte im Bereich ja, Erbschaft und Schenkung. Herr Lüth wird sich im Nachgang, sobald sein Teil des Vortrages beginnt, auch nochmal persönlich vorstellen und ein paar Worte zu sich sagen. Also von daher an dieser Stelle ganz kurz gehalten, aber trotzdem noch natürlich herzliches Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ja, also an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen an alle Teilnehmer, die jetzt eingewählt sind und wir beginnen mit dem Thema Vermögen schenken der heutigen Online-Konferenz. Grundsätzlich ist das Thema Vermögensübertragung, Generationenplanung auch für uns in der Finanzplanung immer ein wichtiger Bestandteil und natürlich ein Thema, was immer im Rahmen des Beratungsprozesses eine Rolle spielt, zumindest mal als Fragestellung, ob es da Themenbereiche gibt oder entsprechende Handlungsmöglichkeiten gegeben sind. Und auch aus meiner Sicht ist die Generationenplanung, das ganze Thema Erben und Schenken, Vermögensübertragung an nachfolgende Generationen ein sehr gutes Beispiel für die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit eines interdisziplinären Zusammenarbeitens im Rahmen der Finanzplanung. Denn wie der Herr Lüth im Nachgang sicherlich sehr, sehr eindrucksvoll ausführen wird, gibt es da eben einige Dinge zu berücksichtigen und es ist durchaus sinnvoll, hier verschiedene Disziplinen miteinander zu vereinen. Das ist ja auch das, was wir in der Finanzplanung eben tun, diese Thematik zu sagen, okay, wir bilden einen Überblick, wir machen eine Einschätzung und ziehen dann bei entsprechender Notwendigkeit und entsprechender Gegebenheit einen ja, Experten heran, beziehungsweise einen entsprechenden Berufsträger heran, der die ganze Thematik dann von der fachlichen Seite noch besser begleiten kann. Also das aus meiner Sicht ein gutes Beispiel für die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Jetzt natürlich die Fragestellung, warum kommt das Thema oder warum bieten wir diese Online-Konferenz gerade auch im aktuellen Umfeld an? Sie wissen ja, wir sind immer entsprechend bemüht, gerade auch in den letzten Wochen Themenkomplexe aufzugreifen, die wir häufig in Kundengesprächen haben, die einfach oft Thema sind und zu denen wir viele Fragen bekommen. Und so ist es eben auch im Hinblick auf die Generationenplanung, das aktuell ein wichtiges Thema. Warum ist das so? Naja, wir haben natürlich eine Situation oder ein Umfeld aus starken Kapitalmarktbewegungen, relativ hohen Korrekturen an den Kapitalmärkten, die sich auf die Wertpapierdepots bezogen haben und damit durchaus ganz interessante Möglichkeiten, hier mal das Thema Generationenplanung anzugehen. Genauso, wenn es um das Thema Kontoguthaben geht. Auch aktuell, ja, Sie wissen es, wir hatten letzte Woche die Online-Konferenz zum Thema Kontoguthaben, ein Thema, das viele unserer Kunden bewegt und die Fragestellung, was kann ich da tun? Und tatsächlich muss man sagen, gerade im Bereich der Kontoguthaben ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, naja, ich übertrage einen Teil des Geldes vielleicht an die folgende Generation, weil das im Rahmen der Generationenplanung ohnehin mal angedacht war. Und man schafft dort eben die Möglichkeit der Wertpapieranlage zum einen zu günstigen Einstiegskursen in den Wertpapierbereich und zum anderen auch um das entsprechende Thema Konto- oder Einlagensicherung zu umgehen und einfach da den deutlich längeren Anlagehorizont vielleicht der Folgegeneration auszunutzen, zu sagen, okay, es gibt hier durchaus die Möglichkeit, eine Anlagestrategie zu verfolgen im Wertpapierbereich, weil der Anlagehorizont eben deutlich länger ist, und sich noch dazu günstige Einstiegskurse entsprechend bieten. Das heißt also, das so ein bisschen ein kurzer Überblick, warum die aktuelle Situation dieses Thema bei uns in den Kundengesprächen häufiger mal auf den Plan bringt. Und jetzt ein ganz kleiner Einstieg aus unserer Sicht in die Thematik, denn ich hatte es ja eingangs gesagt, das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit
gerade im Bereich der Generationenplanung sehr, sehr wichtig. Und ja, unser Part im Rahmen der Finanzplanung ist vor allem natürlich erstmal die Fragestellung, inwieweit ist eine solche Generationenplanung denn eigentlich umsetzbar und wie schaffe ich denn die Voraussetzungen, Stichwort Vermögensüberblick, Fragestellung, welche Vermögenswerte sind überhaupt sinnvollerweise zu übertragen und können überhaupt übertragen werden, sodass man da sagen muss, der erste Schritt im Rahmen der Generationenplanung ist tatsächlich die Vermögensplanung und hier ganz banal erstmal natürlich auch die Erstellung einer Vermögensbilanz, um Transparenz zu schaffen. Das heißt, um die Fragestellung zu beantworten, welche Vermögenswerte sind vorhanden, welche Vermögenswerte sind wie bewertet und an welchen Stellen kann ich sinnvollerweise eben vielleicht eine Übertragung vornehmen und welche Bestände sollten vielleicht lieber in der Schenken und dann oder ja in der Elterngeneration verbleiben. Wir werden uns heute ausschließlich auf die liquiden Vermögenswerte beschränken. Also ich hatte es eingangs ja schon gesagt, insbesondere Wertpapierdepots, aber auch Kontoguthaben sind hier mit vor allem gemeint. Das heißt also hier heute die Beschränkung darauf, um eine kleine zeitliche Beschränkung auch vorzunehmen. Und Sie sehen es hier, wir haben hier einfach mal eine beispielhafte exemplarische Vermögensbilanz und das ist aus unserer Sicht, wie gesagt, der erste Schritt, die Fragestellung, welche Vermögenswerte sind da und wie sind sie bewertet, um einfach schon mal einen Überblick zu bekommen und auch einfach wirklich dem Schenker die Möglichkeit zu geben, überhaupt erstmal auf einer transparenten Basis zu entscheiden, welche Bereiche machen Sinn und welche Bereiche eben nicht, um dann auch weiterzugehen und zu sagen, okay, also wie kann ich denn eigentlich diese Vermögensstruktur derzeit bewerten? Welche Risiken ergeben sich denn aus der aktuellen Vermögensstruktur und wie ist die überhaupt zu clustern? Denn das ist ja eine wichtige Frage. Wenn ich Vermögen weggebe, dann muss ich mir ja zuvor die Frage stellen, kann ich mir das A leisten? Dazu komme ich gleich noch auf der nächsten Folie. Und welche Vermögensstruktur bleibt nach dieser Schenkung übrig und wie ändern sich vielleicht auch Charakteristika meiner Vermögensstruktur? Gleichzeitig kann ich natürlich durch so eine Schenkung auch sehr gut steuern, wenn ich eventuell ohnehin Änderungen in der Vermögensstruktur vornehmen möchte. Also wir sehen das hier mal als Beispiel, die Verteilung hier in dieser Struktur, ein deutlicher Fokus auch beispielsweise im Immobilienbereich. Das heißt also, das ist ganz klar mal ein Beispiel, dass man sich die Frage stellen muss, okay, in dem Moment, in dem ich vielleicht liquide Vermögenswerte wegschenke, also übertrage auf die Folgegeneration, kann ich mir das dann aus gar nicht mal so sehr aus Vermögenssicht, sondern vor allem auch aus Liquiditätssicht überhaupt leisten. Denn letzten Endes hilft es mir ja nichts, wenn ich das entsprechend die Übertragung gemacht habe, dadurch vielleicht auch ja jetzt eben das Thema Kontoguthaben vermindert habe, damit das Thema Einlagensicherung entsprechend gut gelöst habe, in der Folgegeneration das Ganze in Wertpapiere investiert wird und dort dann eben auch das Thema Einlagensicherung ausgemerzt wird, dann habe ich natürlich trotzdem auf der Schenkerseite die Frage, kann ich mir das liquiditätstechnisch leisten. Denn wenn ich eine Vermögensstruktur habe, die sehr stark illiquide geprägt ist, also beispielsweise Immobilien, dann muss ich mir diese Frage stellen. Und deswegen der aus unserer Sicht immer notwendige nächste Schritt eben im Rahmen der Finanzplanung, viele von Ihnen kennen das ja auch, natürlich ein Blick auf die Liquiditätsplanung. Wie sieht das aus? Also wir sehen das hier als Beispiel, eben auch tatsächlich ein Kundenfall, bei dem eine Schenkung auch angedacht ist, zu sagen, okay, ich schaue mir die Liquiditätsentwicklung an auf Sicht der nächsten Jahre. Da sieht man ganz klar, da ergeben sich durch die geplante Schenkung keine Themen, denn wenn das hinten dann mal ganz am Ende irgendwann in den Bereich läuft, in dem es Liquiditätsengpässe geben könnte, dann hilft natürlich der Blick auf eine Folie zurück. Man stellt fest, da wäre noch genügend Immobilienvermögen da, um entsprechend Liquidität wiederherzustellen, sodass das mal ein ganz guter Eindruck vielleicht ist, wie wir arbeiten, wenn wir uns die Frage stellen, ist eine Generationenplanung überhaupt machbar von Seiten der Liquiditäts- und Vermögensplanung auf der Schenkerseite? Denn was wir natürlich in jedem Fall vermeiden wollen, ist
eine optimal gelöste, rechtlich sauber strukturierte Schenkung, die im Endeffekt aber bei dem Schenker zu Liquiditätsengpässen oder Problemen in der Vermögensstruktur führt. Das ist dann auch schon das Stichwort, wenn es um das Thema geht, wie kann ich das steuerlich bzw. vor allem rechtlich optimal lösen, wenn es um das Thema geht, was kann ich in einem Schenkungsvertrag regeln, was muss ich vielleicht regeln, welche Gedanken muss ich mir als Schenker machen. Da gibt es doch einige Themen, die man überlegen muss, die man beachten muss. Und insofern freue ich mich, dass Felix Lüth hier heute mit dabei ist und uns aus der rechtlichen Perspektive ein paar Punkte zu der Thematik sagen wird. Vielen Dank, Frau Hassenthal, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer. Mein Name ist, vorab, dass ich mich mal vorstellen darf, Felix Lüth. Ich bin Rechtsanwalt und betreibe in Bietigheim-Bissingen, das ist in der Nähe von Stuttgart, eine Rechtsanwaltskanzlei, die sich ausschließlich mit dem Erbrecht und den zwingend angrenzenden Rechtsgebieten beschäftigt. Wenn Sie jetzt Erbrecht dahingehend verstehen, dass Sie davon ausgehen, dass ein Erbrechtler erst dann zum Zuge kommt, wenn eine Person verstorben ist und es darum geht, den Nachlass auseinanderzusetzen, dann irren Sie sich. So wie wir Erbrecht verstehen, ist Erbrecht eine Personen- und Vermögensvorsorge. Das heißt, die primäre Aufgabe ist es unseres Erachtens, streitvermeidende Regelungen zu Lebzeiten von Menschen zu finden, die bis zum Tod natürlich darüber hinaus Sicherheit verschaffen und ihren Willen in diesem Fall unter den besten Voraussetzungen, also auch unter der Vermeidung von Steuern und unnötigen Streitereien, rechtssicher umzusetzen. Meine Aufgabe ist es heute hier, Ihnen ein Stück weit die Aspekte näher zu bringen, auf die Sie achten müssen, wenn Sie lebzeitig Vermögen, in unserem Beispiel explizit an Kinder, übertragen möchten. Die Schenkung an sich funktioniert relativ einfach. Sie übertragen einen Gegenstand, Sie treten eine Forderung ab, die Schenkung ist vollzogen. Es bedarf keiner wirklichen Aufklärung oder Ähnlichem. Durch die reine Weggabe des Schenkungsgegenstandes ist der Schenkungserfolg, sprich der Vermögenszuwachs beim Gegenüber eingetreten, was tatsächlich auch teilweise das Problem darstellt. Zwar schreibt der Gesetzgeber die grundlegend eine notarielle Form eines Schenkungsversprechens vor, jedoch sieht der Gesetzgeber auch die Heilung von einem solchen Formmangel dahingehend, dass durch den Vollzug der Schenkung eben dieser Formmangel letztendlich wieder behoben worden ist und die Schenkung wirksam in der Welt ist. Das heißt, durch die reine Übertragung, durch die reine Forderungsabtretung ist der Schenkungserfolg gegeben und dieser einfache Aspekt letztendlich bringt gewaltige Gefahren mit sich. Ich möchte Ihnen hier in dem Zusammenhang, damit Sie eine grobe Richtung und Vorstellung haben, diese Problemfelder anhand von drei Eckpfeilern letztendlich vorstellen. Der Eckpfeiler Nummer 1, die sogenannte Ausgleichungsanordnung. Unterstellt, Sie haben mehrere Kinder und beschenken lebzeitig nur ein Kind, beziehungsweise ein Kind in einem höheren Ausmaß als das andere Kind, dann sollten Sie sich unmittelbar, spätestens vor der Schenkung, Gedanken machen, ob Sie mit dieser lebzeitigen Schenkung das eine Kind bevorzugen möchten, sprich eine Gleichstellung wollen oder nicht zwischen den Kindern. Wenn Sie eine Gleichstellung wünschen, müssen Sie, wie gesagt, spätestens mit dem Schenkungsvollzug eine sogenannte Ausgleichung anordnen, dass das beschenkte Kind die Schenkung spätestens mit ihrem Tod, Sie sind in dem Fall der Schenkende, gegenüber dem nicht beschenkten Kind, seinem Geschwister, auszugleichen hat. Wenn Sie eine solche derartige Ausgleichung nicht anordnen, spätestens zum Zeitpunkt des Schenkungsvollzuges, können Sie diesen Nachhinein nicht mehr heilen. Natürlich gibt es kleinere Instrumente in Form von Vermächtnissen oder Ähnlichen im Rahmen der Errichtung von einer letztwilligen Verfügung. Jedoch sind Sie hier den Grenzen von den Pflichtteilsansprüchen gegenübergesetzt, sodass es auch hier wieder Einschränkungen gibt. Ich möchte Ihnen Voranstehendes durch ein kurzes Beispiel näher bringen, damit es auch tatsächlich auch verstanden ist und angekommen ist, damit ich daran jetzt sicher gehen kann. Ich unterstelle, Sie sind verwitwet, um es einfacher zu gestalten. Sie haben Sohn und eine Tochter. Ihr Vermögen beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 800.000 Euro. Und Sie schenken jetzt lebzeitig Ihrem Sohn 200.000 Euro. Es findet eine simple Überweisung statt mit dem Verwendungszweck Schenkung und sonst wird weiter nichts vereinbart. Im Nachhinein versterben Sie und werden beerbt von Ihren beiden Kindern, das heißt von Sohn und von Tochter mit Quoten von je einhalb. Entweder aufgrund der gesetzlichen Erbfolge oder weil es, wie gesagt, ein Testament gibt, macht in unserem Beispiel keinen Unterschied. Und Sie hinterlassen zum Todeszeitpunkt noch ein Vermögen, ein Nachlass in Höhe von 600.000 Euro.
Dati lebzeitig bei der Schenkung zugunsten ihres Sohnes in Höhe von 200.000 nichts angeordnet haben, hat es das folgende Ergebnis: Der vorhandene Nachlass, also der tatsächlich vorhandene Nachlass in Höhe von 600.000 Euro, würde zwischen Sohn und Tochter zur Hälfte geteilt werden. Die Erbquoten sind ja ein halb, ein halb. Das heißt, die Tochter bekommt 300.000, der Sohn bekommt 300.000 Euro. In der Gesamtbetrachtung hat das jedoch zur Folge, dass der Sohn in Kombination mit der bereits zu Lebzeiten erhaltenen Schenkung von 200.000 Euro in der Summe 500.000 Euro aus dem Rennen rausgeht, die Tochter nur mit 300.000 Euro. Das geschieht, wenn sie keine Ausgleichungsanordnung treffen. Sollten ihre Kinder ihren Fehler, wie ich ihn jetzt mal bezeichnen möchte, nach ihrem Tod erkennen und der Bruder denkt sich im Zuge der Nachlassauseinandersetzung, ist ja alles kein Problem, liebe Schwester, du bekommst jetzt aus dem vorhandenen Nachlass in Höhe von 600.000 Euro einfach 100.000 Euro mehr als ich. Das heißt, ich laufe mit 400.000 Euro, Entschuldigung, du, liebe Schwester, läufst mit 400.000 Euro aus dem Nachlass, aus der Nachlassauseinandersetzung hinaus und ich, der Bruder, nur mit 200.000, sodass wir beide in Gänze 400.000 Euro haben, wird sich das Finanzamt bei ihrer Tochter melden und letztendlich 16.000 Euro Schenkungssteuern verlangen wollen, weil das, was hier dann letztendlich vollzogen worden ist, ist einfach nur eine reine Schenkung zwischen ihrem Sohn und ihrer Tochter in Höhe von 100.000 Euro bei einem Freibetrag zwischen Geschwistern von 20.000 Euro und einem Steuersatz von 20% haben wir hier das Ergebnis einer Steuerlast von 16.000 Euro. Das war der erste Eckpfeiler. Der zweite Eckpfeiler, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte, ist der der Pflichtteilsanrechnung. Und zwar bitte ich Sie dahingehend, dass egal, was Sie an Pflichtteilsberechtigte verschenken, Pflichtteilsberechtigte sind in Ihrem Fall Ihre Ehepartner, Pflichtteilsberechtigte sind Ihre Kinder und falls Sie keine Kinder haben, sind Pflichtteilsberechtigte alternativ Ihre Eltern. Sobald hier Schenkungen stattfinden, sollten Sie immer schriftlich eine sogenannte Pflichtteilsanrechnungserklärung abgeben. Das beinhaltet einfach nur folgendes Konstrukt, dass Sie sagen, für den Fall, dass der Beschenkte irgendwann mal einen Pflichtteil bekommen sollte, ist jetzt erfolgte Zuwendung auf diese Pflichtteilsforderung anzurechnen. Denn Sie dürfen leider nie sicher sein, ob sich irgendwelche Probleme mal geben könnte zwischen Ihnen und Ihren Kindern, sodass Sie letztendlich eine doppelte Bereicherung unterstützen würden, wenn Sie diese lebzeitige Schenkung nicht auf den Pflichtteil anrechnen lassen würden. Das wäre der zweite Eckpfeiler. Betreffend dem dritten Eckpfeiler möchte ich ein paar Sachverhalte kurz und knackig schildern, die letztendlich Ihnen aufzeigen sollen, dass das Momente eintreten könnten, die Sie vielleicht nochmal überdenken lassen würden, ob die Schenkung tatsächlich so vollzogen worden wäre. Unterstellt, Ihr beschenktes Kind verstirbt vor Ihnen, ohne dass es eigene Kinder hinterlässt. Das beschenkte Kind wird in unserem Beispiel beerbt von Ihrer Schwiegertochter oder Ihrem Schwiegersohn. Das heißt, der Schenkungsgegenstand landet in der Seitenlinie. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, Ihr beschenktes Kind ließe sich scheiden und der Schenkungsgegenstand würde Bemessungsgrundlage des Zugewinnausgleichsanspruchs von Ihrem Schwiegerkind werden. Ein weiteres Beispiel wäre, Sie beschenken Ihr Kind, daraufhin geht die Firma Ihres Kindes, in unserem Beispiel ist Ihr Kind selbstständig, geht die Firma pleite und es würde ein Insolvenzverfahren eröffnet werden. Oder auch ein sehr schlimmer Fall, aber tatsächlich natürlich auch realistisch ist, Ihr beschenktes Kind hat einen Autounfall und wird behindert und muss Sozialleistungen beziehen. Das sind alles Sachverhalte, die wir letztendlich in Form von Rücktrittsrechten in unsere Schenkungsvereinbarung mit einbauen, die Ihnen die Möglichkeit geben sollen, für oder auf Sachverhalte, die in der Zukunft unerwartet eintreten könnten, dass Sie in diesem Moment eben darauf reagieren können, dass Sie vermeiden, dass Ihr Geschenk an Ihre Schwiegertochter, an Ihren Schwiegersohn fällt, dass Sie vermeiden, dass dieses Geschenk im Rahmen eines Zugewinnausgleichsanspruchs Berücksichtigung findet zum Nachteil Ihres beschenkten Kindes, dass letztendlich Ihr Schenkungsgegenstand nicht im Zuge von einem Insolvenzverfahren zulasten Ihres Kindes verwertet werden würde, beziehungsweise ohne dass ein Vorteil verbliebe, oder dass Ihr Kind keine Sozialleistungen bekommt, weil es ja Vermögen hat, nämlich den Schenkungsgegenstand. Das sind im Prinzip alles Fälle, die Sie absichern können. Und wenn diese Fälle eintreten, hätten Sie Rücktrittsrechte, die Sie ausüben können, um letztendlich diese Schenkung rückgängig zu machen. Diese Vereinbarung, an die ich appellieren möchte, Sie abzuschließen, wenn Sie lebzeitig verschenken möchten, schließen Sie bitte immer in zumindest schriftlicher Form, rein aus Beweiszwecken,
Und ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass eine notarielle Beurkundung hier in diesem Zusammenhang definitiv nicht erforderlich ist, außer natürlich beim formbedürftigen Schenkungsverträge wie die über Grundstücke, was aber natürlich heute hier nicht das Thema sein soll. Das wäre es jetzt auch an dieser Stelle erstmal von meiner Seite aus. Und ich würde dann wieder an Sie, Frau Hasenthal, zurückgeben. Ja, vielen Dank, Herr Lüth, für die sehr anschaulichen Darstellungen und wie immer sehr nachvollziehbaren Beispiele. Ich habe hier parallel auch mal das Fragenfenster beobachtet. Es gab jetzt allerdings keine besonderen Fragen, die ich nicht umgehend beantworten konnte. Aber man sieht schon anhand der Fragen, die da gestellt wurden, das Thema ist interessant, beziehungsweise ja, es ist gut, da mal drüber zu sprechen, weil da doch tatsächlich wie immer der Klassiker aufgetaucht ist. Das möchte ich an dieser Stelle doch mal nennen. Der von Ihnen erwähnte Zugewinnausgleich, beziehungsweise die von Ihnen erwähnte Schenkung, die in den Zugewinnausgleich fällt. Denn ganz häufig ist hier tatsächlich die Annahme gegeben, es falle nicht in den Zugewinnausgleich. Das ist auch richtig, aber Wertsteigerungen und Erträge auf Schenkungen und Erbschaften fallen regelmäßig in den Zugewinnausgleich hinein. So, also vielen Dank an dieser Stelle. Dann von mir aus noch ein ganz kleines Fazit. Ich habe mal versucht, das entsprechend zusammenzufassen. Ich hatte es eingangs gesagt, aus unserer Sicht Generationenplanung ein wichtiges Thema, sonst würden wir es Ihnen natürlich heute auch nicht entsprechend darstellen, was aber ganz klar eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert. Man hat das gerade eben gesehen an den Beispielen, die der Herr Lüth dargestellt hat. Da ist es schon sinnvoll, einen entsprechenden Anwalt hinzuzuziehen, der da die notwendige Praxis hat und einfach auf ja, Fehlerpotenzial hinweisen kann. Der erste Schritt, ganz klar immer das Thema Finanzplanung und die Fragestellung, wie sieht meine aktuelle Situation aus, an welchen Punkten gibt es überhaupt Schenkungspotenzial beziehungsweise Planungspotenzial und welche Auswirkungen hat das auf die bestehende Vermögensstruktur und vor allem ein ganz wichtiger Punkt auf das Thema Liquiditätsplanung, denn ein bisschen ist es ja angeklungen in einem Beispiel von Herrn Lüth, das Thema ja vorweggenommene Schenkungen beziehungsweise Schenkungen an ein Kind, ganz häufig aktuell ein Thema in Bezug auf Immobilienerwerb beziehungsweise Immobilienneubauten, dass eben entsprechend Gelder an Kinder verschenkt werden, um entsprechend zu bauen oder zu kaufen. Natürlich ein sinnvolles Thema und auch absolut familiär nachvollziehbar, aber es kommt doch häufiger mal vor, dass der Blick auf die Liquiditätsplanung da ganz klar zur Vorsicht mahnt und man sich überlegen muss, inwiefern das dann vielleicht auf der Schenkerseite zu Engpässen führen kann. Bei der Umsetzung, das kam eben ja auch schon ein bisschen zur Sprache, sind ganz klar Erbschaftsrecht und Erbschaftssteuerrecht zu berücksichtigen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, denn das eine zu optimieren bedingt durchaus auch das andere. Und ich habe es mal noch eben aufgeführt, die Punkte, die Herr Lüth angesprochen hat, das waren mal Beispiele, die häufig in der Praxis vorkommen. Mit Sicherheit gibt es hier aber noch viele, viele mehr. Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, sowohl Herrn Lüth als auch uns im Nachgang zu kontaktieren. Sie erhalten, wie gesagt, die Videoaufzeichnung und mit dieser E-Mail auch Informationen zu Herrn Lüth, beziehungsweise entsprechend auch noch einen weiterführenden Artikel, der das Thema Finanzplanung und entsprechende Übersichten, die nötig sind, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, wie stelle ich eine Privatbilanz auf, Vermögensstrukturanalyse etc. Das alles bekommen Sie nochmal im Nachgang, sodass Sie da die Möglichkeit haben, Dinge nachzulesen. Aber wie gesagt, Sie sind herzlich eingeladen, kommen Sie da gerne auf uns zu. Es gibt ja viele weitere Themen, vielleicht hören wir uns dazu auch nochmal. Das Thema Testament, was ja mit in die Generationenplanung hier mit eingreift, auch sehr spannend und von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es hierzu auch nochmal weitere Online-Konferenzen geben wird. Aber